Mein Name ist Thorsten Vogel, ich bin Inhaber der Kaffeerösterei Hannemann. Seit 2010 rösten wir hier in Köthen im Trommelröstverfahren erlesene Kaffees. Bis zu 24 Sorten sind ungefähr im Angebot. Wir haben zwei kulinarische Sterne erhalten. Einen im Jahre 2017 für unseren Bio-Ecuador Galapagos San Cristobal El Cafetal und den zweiten 2019 für unseren Bio-Peru Pachamama Geisha. Die Auszeichnungen zum kulinarischen Stern waren für uns wirklich sehr wichtig. Zum einen haben sie unsere Kaffeerösterei bekannt gemacht und zum anderen haben wir damit auch zeigen können, dass wir wirklich mit sehr ausgewählten, sehr erlesenen Kaffees erfolgreich sind. Kaffees, die wir vielleicht sonst der breiten Masse nie so hätten präsentieren können. Ganz viele Kunden kamen zu uns ins Geschäft, um sich genau mit diesen Cafés zu beschäftigen, sie zu probieren und natürlich auch zu kaufen. Das mediale Interesse war sehr groß auf der Grünen Woche, natürlich auf dem Landesernte-Dankfest, auf vielen anderen Veranstaltungen. Von der örtlichen Presse gab es Nachfragen. Also allein das Medienecho hat uns auch sehr weit nach vorne gebracht. Mein Name ist Rosemarie Lehmann, ich bin hier geschäftsführende Gesellschafterin. Wir sind die Salzwedler Baumkuchen GmbH. Wir sind 107 Beschäftigte und sind ein Frischsortimenter. Ein Frischsortimenter heißt Brot, Brötchen, Kuchen. Unser Spezialgebiet ist Baumkuchen. Wir haben dreimal einen kulinarischen Stern erhalten. 2017 für den Baumkuchen mit Fondant, 2018 mit Zartbitterschokolade und 2020 für unser Salzwedler Urkornbrot, eine Spezialität des Hauses. Das Besondere ist, dass der Baumkuchen ein frisches Produkt ist, wird ohne Konservierungsstoffe hergestellt, nur aus frischen Zutaten, ist damit in der Mindesthaltbarkeit etwas eingegrenzt, aber er schmeckt eben frisch und lecker. Ich denke, ihr steht hier damit die Qualität unserer Erzeugnisse und die sollen immer im oberen Bereich liegen. Ich würde jedem empfehlen, seine Produkte eben unabhängigen Fachleuten zu überlassen, mal zu verkosten und vielleicht dann auch einen kulinarischen Stern zu kriegen. Mein Name ist Eckart Heilemann, ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Kornicke Feinkost hier in Ballenstedt und wir stellen Feinkostkonserven her, Wurstkonserven, frische Fertiggerichte und frische Suppen. Wir haben den Preis für unsere Harzer Putzhuse bekommen, wo wir uns beworben haben in der Kategorie internationale Spezialitäten und freuen uns natürlich, dass wir es geschafft haben mit diesem Produkt, weil es wirklich eine regionale Spezialität ist, die auch diese Auszeichnung verdient hat. Die Harzer Potzhuse ist ein magerer Schweinebauch, der ausgebraten wird, gewürzt nur mit Zwiebeln, Lorbeer, Salz, Piment und Pfeffer. Schmeckt sehr lecker und macht auch ein bisschen süchtig. Das heißt, wer es einmal probiert hat, der liebt es und kostet es auch ein zweites Mal. Also mich hat es erstmal generell gefreut, dass der kulinarische Stern ins Leben gerufen wurde. Es lohnt sich insbesondere für kleinere Unternehmen, ihre Spezialitäten vorzustellen, weil dadurch die Vielfalt auch, die es in Sachsen-Anhalt gibt, an Produkten auch besser dargestellt werden kann.